So streichst du den Narzissten aus deinem Leben und erteilst ihm eine Lektion. In diesem Video geht es mal nur um dich. Naja, jedenfalls fast. Wir wollen mal schauen, wie du bindungsunfähige, emotional missbräuchliche Menschen schnellstmöglich aus deinem Leben streichen kannst. Wie du heilen kannst, um irgendwann wieder eine respektvolle und liebevolle Partnerschaft auf Augenhöhe eingehen zu können. Dies ist nur ein kurzer Auszug dessen, was ich im Coaching anbiete und mag dir und anderen helfen zu verstehen, dass eine Beziehung mit einem Narzissten niemals mit einer normalen Partnerschaft vergleichbar ist und die Trennung oft der Hilfe und Begleitung von Psychotherapeuten und/oder Coaches bedarf. Und leider ist es eben hier nicht so, dass die Zeit alle Wunden heilt. Diese spezielle Partnerschaft oder besser Partnership brennt sich ohne Verarbeitung oft tief ins Unterbewusstsein ein. Schuld daran haben das von Narzissten erzeugte Traumabonding, an dem der Beziehungspartner hängt, ja, sowie ein Chemiecocktail von unter anderem Dopamin, Oxytocin, Cortisol, so Glücks- und Stresshormone. In der Beziehung regelrecht süchtig nach diesem Chemiecocktail geworden, sorgt dies dafür, dass sich die Trennung für die meisten Menschen wie ein kalter Entzug anfühlen kann. Und was kann man nun also aktiv ist das Wort, dafür tun, um sich aus diesem Traumabonding schnellstmöglich zu befreien und danach in die Heilung zu kommen? Hier ganz wichtig, du musst selbst aktiv werden und nicht nur abwarten wie bei früheren normalen Beziehungen. Wie gesagt, Zeit heilt nicht immer und schon gar nicht alle Wunden nach einem narzisstischen Missbrauch. Zunächst kommt die Zeit des Erkennens. Das ist der Anfang. Du spürst und fühlst, dass hier irgendwas gewaltig falsch läuft. Dein Bauchgefühl sagt dir, dass dir diese Beziehung auf Dauer nicht gut tut. Und das ist auch so. Und viele Menschen in diesen Beziehungen werden krank, physisch und psychisch. Du musst erkennen und verstehen, dass in einer solchen Beziehung eine echte Gefahr für dein Leib und deine Seele besteht. Und irgendwie kommst du dann auch auf den Begriff Narzissmus. Auch wenn du vorher nie davon gehört hast. Du forschst also weiter in diese Richtung. Beginne jetzt, das, was du erfährst und zum Thema Narzissmus lernst, mit deinen eigenen Erfahrungen abzugleichen. Was stimmt da überein, was nicht? Schaue dir die Wesensmerkmale eines Narzissten an. Geht es bei deinem Partner auch in diese Richtung? Und eines sage ich immer wieder: Es ist nicht jeder ein Narzisst, muss aber auch gar nicht. Alleine der Umstand, dass es dir in der Beziehung schlecht geht, dein Bauchgefühl dir sagt, etwas stimmt nicht und dass du emotional am Boden bist, das spricht dafür, lieber heute als morgen diese Beziehung zu beenden. Es ist wichtig, du musst hier erst mit dem Verstand arbeiten und dann folgt das Herz. Du musst zuerst begreifen, dass ein Narzisst seine Partner als Objekte sieht, mit denen er seine Bedürfnisse befriedigen kann. Nicht mehr und nicht weniger. Wir sind keine Liebespartner für diese Menschen, sondern Zufuhrquellen. Sie haben eine irreversible Persönlichkeitsstörung. Es sind Menschen, die für ihre Bedürfnisbefriedigung nahezu alles tun. Sie können zu keinem Partner eine tiefe Verbindung aufbauen. Sie verspüren keine Empathie anderen gegenüber und können sich in deinen Schmerz, zum Beispiel wenn du von deren Fremdgehen erfährst, nicht hineinversetzen. Im Gegenteil, sie werden sagen, es ist ja alles deine Schuld. Musste ich ja, du hast dich nicht genug um mich gekümmert. Also,
Du musst zuallererst begreifen, es handelt sich um Menschen, die im Gehirn anders verdrahtet sind, um es mal salopp auszudrücken. Informiere dich zum Thema und gleiche das mit deinen Erfahrungen ab. Der nächste Schritt. Okay, du hast rational verstanden, um was es geht. Nun musst du einsehen, dass du diesen Menschen niemals heilen kannst, auch nicht mit noch mehr Liebe und noch mehr Verständnis. Narzissten fühlen sich makellos und Schuld haben immer nur andere. Sie betreiben weder Selbstreflexion noch verfügen sie über Einsichtsfähigkeit. Und da Narzissten sich selbst als großartig empfinden, verweigern sie meist jede Form der Therapie oder begeben sich nur dann kurzzeitig darin, um den Partner milde zu stimmen und wenn sie kurz vor einem großen materiellen Verlust stehen. Google gerne selbst einmal danach, wie hoch, besser wie niedrig, die Erfolgsaussichten auf nur eine minimale Wesensveränderung bei einem Narzissten sind. Du musst verstehen, am Ende wird der Narzisst dich lieber durch eine neue Zufuhrquelle ersetzen, bevor er sich einer jahrelangen Therapie unterzieht. Denn dies ist wesentlich einfacher für ihn. Es folgt dann im nächsten Schritt die emotionale Befreiung und Akzeptanz dieses Partnership. Du hast verstanden, dass die Beziehung schlecht für dich ist und merkst dennoch, dass du trotz aller Qualen nicht einfach so davon loskommst. Ja? Du bist hin und her, eigentlich müsste und sollte ich, aber ich kann nicht. Der Narzisst hat dich nämlich ganz bewusst in eine Art Abhängigkeit gebracht. Wir sprachen zuvor bereits darüber. Du musst dir nun klar werden, dass der echte Mensch, dessen wahrer Charakter nicht der aus der Lovebombing-Phase ist, sondern du ihn erst gegen Mitte, Ende der Partnerschaft kennengelernt hast. Nähe und Sicherheit sind einem Narzissten nicht wichtig. Und auch deshalb können sie ihre Zufuhrquellen ohne Probleme austauschen. Sie sind bindungsunfähig. Akzeptiere, dass es nur eine Illusion war, an die perfekte Liebe mit diesem Menschen zu glauben, auch wenn es schmerzt. Akzeptiere, dass du ihn nicht mehr wirklich liebst. Einen Menschen, der beständig lügt und betrügt, seinen Partner erniedrigt und emotional missbraucht, kann man nicht lieben. Sage dann nicht, ich liebe ihn, sondern ersetze diese drei Worte mit, ich brauche ihn. Und das kommt dann schon eher hin, denke ich. Und dann frage dich, für was du ihn brauchst. Welche Lücke oder seelischen Mangel soll der Narzisst in dir füllen oder aufbauen? Dann kommt die erste Hilfe für dich. Fertige eine Negativliste. Da kommt dann alles rein, was der Narzisst dir angetan hat. Nicht nur Schläge oder schwere Erniedrigung, sondern auch Sätze, mit denen er dich immer wieder emotional verletzt hat. Schreibe das auf, was du nie wieder erleben möchtest. Lege dir diese Liste sichtbar dahin, wo du immer wieder drauf sehen kannst und frage dich, will ich das wirklich weiter alles so in meinem Leben haben? Die Antwort dürfte ein klares Nein sein. Falls du Ja dazu sagst, dann musst du dich mehr als sonst fragen, warum du weiter Schmerzen erleiden möchtest. Der nächste Schritt, fertige eine Erfolgsliste an mit Dingen, die du in der Vergangenheit geschafft hast, worauf du stolz bist. Und das kann ruhig bis in die Schulzeit zurückgehen. Und es können Kleinigkeiten sein. Erkenne, dass du das alles alleine schaffen kannst und niemanden für dein Glück brauchst. Mache
dein Glück nicht abhängig von Menschen, sondern lieber von Zielen, die du dir nun setzt. Fange mit kleinen Zwischenzielen an, die du erreichen kannst. Das Gedankenkarussell beenden. Meine Ex-Narzisstin hat mir am Ende gesagt, ich hoffe, du kommst mit dem Gedankenchaos klar. Sie wusste genau, was sie in der Beziehung tat und sie wusste genau, dass sich alle ihre Ex am Ende nach dem Warum fragen. Du bekommst aber nie, so wie ich damals auch, du bekommst nie eine klare Antwort von einem Narzissten. Sie verschwinden und haben in Sekundenschnelle eine neue Zufuhrquelle. Oh, das reimt sich. Sie haben in Sekundenschnelle eine neue Zufuhrquelle. Wow, da habe ich das Patent drauf, Leute. Denkt dran. Versuche also, Sie haben in Sekundenschnelle eine neue Zufuhrquelle. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Okay, versuche also, deinen Gedanken mit Hilfe von Mentaltechniken in den Griff zu bekommen. Es ging ja darum, dass das Gedankenchaos, ja, ich will ja doch, und es gab ja auch schön, und es war ja, denk dran, mit deinen Gedanken in den Griff bekommen, so wie du deinen Körper im Fitnessstudio beeinflussen und mit Muskeln aufbauen kannst, so bist du auch der Chef deiner Gedanken. Die wenigsten wissen das. Man muss nicht alles über sich ergehen lassen, weder den Narzissten noch seine Gedanken. So kannst du negative Gedanken zum Beispiel mit der Mentaltechnik Gedankenbus beeinflussen. Geht ungefähr so, du stehst am Busbahnhof und Busse fahren ein und aus. Und jeder Bus ist dabei ein Gedanke. Es fahren Gedanken vorbei und manche halten an, so wie Gedanken kommen und gehen. Jetzt bist du der Beobachter dieser Gedankenbusse. Jetzt kommt ein Bus mit einem negativen Gedanken. Beobachte, wie er anhält und fühle kurz den Gedanken. Ja, du spürst den, auch wenn es Schmerzen sind. Aber du steigst nicht ein, denn sonst versinkst du in diesem negativen Gedanken, sondern lass den Gedankenbus ohne dich weiterfahren. Du wartest jetzt auf einen positiven Gedankenbus, vielleicht mit einem Gedanken, wie du mit der Freundin im Café oder Schwimmbad warst und ihr einen tollen gemeinsamen Tag hattet. Und in diesen Gedankenbus steigst du ein und fährst eine ganz lange Strecke mit. Erinnere dich auf dieser Fahrt an jede Minute dieses schönen Tages. Nach der Gedankenbusfahrt beschäftigst du dich anderweitig. Entweder im Haushalt oder mit dem Garten oder. Denn immer wenn du etwas aktiv tust, dann hast du keine Zeit zu denken. Ja? Daher auch der Begriff Beschäftigungstherapie. Komme aktiv ins Tun und arbeite an dir. Die letzte Lektion, die du dem Narzissten so ganz nebenbei mit deiner Trennung und Heilung erteilst, ist: Niemand braucht missbräuchliche Menschen, die andere erniedrigen und ausnutzen. Du hast ihn letztlich enttarnt und ihm seine Clownsmaske entrissen. Denn er ist nur durch seine betrügerischen Manipulationen und seine Schauspielerei zu Beginn in dein Herz gekommen. Du kannst aber vieles, was er niemals können wird, und eines ganz besonders: bald wieder glücklich werden und mit einem echten Menschen auch glücklich sein. Das können sie nicht. Sie tragen keine Liebe in sich und können keine geben. Sie sind wie Junkies, ständig auf der Suche nach neuen Zufuhrquellen und werden ihren Frieden niemals finden. Das war jetzt nur ein kurzer, grober Auszug dessen, wie ich im Coaching mit Kunden arbeite. Hinzu kommen die Themen Selbstwert, Selbstliebe und Grenzen setzen. Vieles kannst du aber auch selbst alleine tun.
Du kannst ein Beratungsgespräch über mein Profil mit mir buchen oder auch ein Coaching, ganz wie du magst. Egal. Ich wünsche dir alles Gute und viel Kraft und ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen, denn damit unterstützt du unsere Community und hilfst anderen Menschen dabei, den Narzissmus zu erkennen. Und das ist bekanntlich der erste Schritt. Alles Gute für dich.